Okay. Ich muss dieses Ding da reinmachen. Hello Friends, Another Fox ist wieder da. Heute habe ich mir überlegt, machen wir die zweite Folge von The Gallery, The Call of the Starseed. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir sind auf einer einsamen, ja, relativ nicht einsameren Insel gelandet und haben dann diesen komischen Opi da, den ihr gleich nochmal zu Gesicht bekommen werdet, kennengelernt. Unser Name ist Alex, wie auch mein Name ist, komischerweise. Und sind jetzt hier in den Abwasserkanälen runtergekommen. Bin mal gespannt, wie weiter es geht. Ach ja, letztes Mal haben wir vergessen, das Tonband uns anzuhören. Ich will eigentlich nur hier die Kassette anholen. Beruhig dich, Opi. Kassetten. Okay. Ja, man versteht zwar nicht viel, aber das können wir abhaken. Dann würde ich sagen, los geht's. Ganz nett hier, finde ich. Zumindest hat das recht gemütlich hier gemacht. Also die Grafik finde ich nach wie vor gar nicht mal so schlecht. Echt ganz gut. Vielen Dank. Aha. Das vergessen wir diesmal nicht. Das heißt, die müssen wir uns wahrscheinlich nochmal anhören. Das machen wir dann später nochmal. Ja, kein Stress. Ich hab Zeit. Ich guck mich hier ein bisschen um. Oh, noch eine. Wir müssen uns alle nochmal anhören. The beacon is a damn black box and ain't a tool in a lab that can make a dent in it. I've built a containment device that masks some of its magnetic properties. Others will be here soon, I know it. Scheiße, warum kann ich das nicht mehr loslassen? Wahrscheinlich muss ich das alles mitnehmen. Das geht nicht, okay. Ja, einen Moment bitte, ja? Netthudler hier. Muss er hier irgendwas reparieren scheinbar.
muss mich hier ja erstmal ein bisschen umschauen hier, Leute. Da ist noch was. Okay. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Komm her. Ich glaube, das muss ich nicht aufheben. Es war so klar. Ja, ich hab die doch schon alle. Ich hab doch schon alles, Opi. Seed these parts first. Ach so. Okay. Ah, das ist kaputt. Okay, kann man das nochmal wegnehmen? Gut. Wir machen alle nochmal weg, weil da steht ja die Anmerkung, dass wir die Parts zuerst machen sollen. Das da. Und dann. So, wieder da. Ja, kurz was verloren. Signal, wie auch immer. Aber ich hab grad das gefunden. So, die zuerst. Und dann gehen wir jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Use your brain, not your bra. Jetzt kommst du runter und hilfst mir, oder wie, Obi? I can't let that happen. Nee, das verhindern wir, Obi. Tschüss. Interessant. Sehr interessant. Alex? Ja. Ja. Check. Now, you'll have to open the cage that holds the beacon. We gotta kill that magnetic shield.
Okay. Puh, du musst jetzt da rein. Und los. Süß. There's the cage. You'll need to step up the precise voltage fed to each bar by inserting vacuum tubes on the grid. Okay, Widerstände. Das kenne ich. Oh, die müssen wir noch alle anhören. Oh, was ist? Oh, geil. Science. Da, 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 da. Da 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 da. Herrlich. Nee, geht nicht. Jetzt sammeln wir erstmal alle ein. Müssen wir eigentlich alle haben. So langsam stirbt mein Finger ab. Mein Finger stirbt ab. Brauch Unterstützung. Was haben wir hier? Dreck. Okay. I have constructed a rudimentary lock on the containment device to keep the beacon safe from the FBI. It may not stop them, but it might slow them down. First bar, 65 Watt. First bar, 65. So, dann wollen wir mal. Ich steck die jetzt einfach mal so rein, wie die farblich gekennzeichnet sind. Dies First Bar 65 Watt. Oh nein. Echt nicht loslassen. Price Food Tube Load. Oh, Mathematik. Ich
steckt jetzt einfach mal rein. Und dann sehen wir, was passiert. Ob überhaupt was passiert. Also ich schätze mal, wir müssen überall auf 65 kommen. Das ist die Information, die ich verstanden habe aus dem Paper. Ach, ich liebe VR. Das ist so ein geiles Feeling, das wirklich nehmen zu müssen. So, 65 ist richtig. Ja. If you can pull Elsie's hacks out of the beacon, that should kill the magnetic field. Basing this hypothesis on by putting the field down, maybe I'll be able to figure out how. Das sind 5. Das sind 10. Guck mir gerade die Unterschiede an. Die kleinen sind 5 und die großen sind 10. Wenn ich jetzt das nehme. Sind 5. Ah, da ist er. Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Hm, scheinbar. Whatever you do, don't put your hex into the beacon. The dummy won't figure it out anyways. Alex, is your hex in your bag? You didn't forget it up here by any chance, did ya? Nee. God, hier ist er. Okay, well, hold on. Don't do anything foolish. Hold tight, Alex, and stay away from the beacon. Your sister can wait. Ah, da. 40. Okay. Ich muss dieses Ding da reinmachen. Fuck. Alex, you there? I told you not to. What the hell is that? Holy mother of Christ. Ein sehr gutes Gefühl dabei. Beruhig dich, OP. Beruhig dich. Wow. Oh, geil. Oh. Oh, es wird immer schneller. Hui. Alter. Thank you.
Wo zum Teufel bin ich hier? Nicer, Dicer. Habe ich was falsch gemacht? Boah, der Sound ist so gut. Boah. Das sieht so gut aus. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Präsenz ist. Nur blöd, dass die Scheibe schon wieder teilweise beschlagen ist. Aber ich schaue jetzt einfach mal drüber hinweg. Ich will jetzt hier nicht abbrechen. Uah. Darf ich jetzt extra einen Checkpoint? Ich bin echt baff. Wer lacht da so dreckig? Zeige dich! Wer bist du? Elsie believed you would come. And now you are here. What a privilege. Twin birth formed in the bloodline. What a quixotic aberration. These must be desperate times. I wonder. Der ist mir nicht geheuer, Leute. Weil sein Kopf ist so klein. The machine recognizes you. Receive your gift. Geschenk? What? Was geht jetzt? Was macht das? She waited for you, Alice. An admirable length of time. Elsie waited. In the end. It was the hunger that drove her forwards. Forwards, Alex. The direction of our fate is always forwards. With obedience, we follow our own invisible, unbreakable string. A path predetermined, preordained. Our fate ignores our struggle. Irgendwas kocht da. Our merits. Fate. Shush. Hoch. Au, das sieht schmerzhaft aus.
bricht es gerade alle Glieder, also alle Teile in meiner Hand? Schrei doch nicht so. I will use you, child of Adam. You can manipulate the machine in ways that I cannot. I wish you an audience with someone who lives. Oh, komm mir nicht so nahe. Halten Sie Abstand. Dein Kopf ist so klein. What the fuck? Was ist mit meiner Modelhand passiert? Was kann das jetzt? But I will not harm you or your sister as long as our goal is one and the same. To go home. And to that end, you must master your gift. Halt, was soll ich damit jetzt? Was kann das jetzt? Sag mir doch mal. Oh. Oh. Ich kann Sachen in Schwingung bringen. Mir vor wie Green Lantern. What? Alter Vater. So schön. Nein. No, 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 no. No, 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 no. Sag mir jetzt nicht. Ah, der zweite Teil. Ja, Leute, das war wohl Episode 2. Also von Episode 1.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell zu Ende ist. Aber gut, deswegen Episode 1, Episode 2. Natürlich haben wir Episode 2 auch, oder ich habe Episode 2 natürlich auch. Ja, wird halt eine kurze Folge heute, aber ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Das macht auf jeden Fall einen recht guten Eindruck. Mensch, wegen dieser komischen Hand. Bin mal gespannt, was die uns noch so bringt in der nächsten Folge. Ja. My Patient and Loving Foundation. Lucas Meyer, das lese ich jetzt nicht vor. Auf jeden Fall, coole Sache, Danny Anger. Ja, was soll ich sagen? Wir hören noch diesem klassen Lied zu. Aber ich verabschiede mich hier schon mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode dabei. Ich bin gehypt. Mein Name ist Eleanor Fox. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.